Wir beginnen mit den neuesten Civil-Zahlen kurz vor dem Wochenende. Es geht um das Thema Heizung, Klima und auch um die FDP. Herzlich willkommen auch von meiner Seite und ich begrüße wie jeden Freitag bei mir im Studio Janina Mütze vom Meinungsforschungsinstitut CIVEI. Schön, dass du wieder bei uns bist. Hallo, ich freue mich. Das Top-Thema Mitte dieser Woche war das Heizungsaustauschgesetz der Bundesregierung. Es wurde auf den Weg gebracht durch die Bundesregierung, aber nicht mal die FDP selbst rechnet ja damit, dass es dann tatsächlich auch so kommen wird. Der Plan sieht vor, dass ab Januar 2024 neu eingebaute Heizungen zu 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Was sagen die Deutschen zu diesen Plänen der Ampelregierung? Ja, es ist dann tatsächlich ein sehr konkreter Vorschlag, aber deswegen haben wir auch mal ganz konkret reingefragt, wie bewerten die Menschen in Deutschland das denn eigentlich? Und Fakt ist, nicht einmal jeder Dritte bewertet es als richtig. Das sind die 30% hier oben. 8% zeigen sich hier unentschieden. 62%, also nahezu zwei Drittel, sagen, das ist falsch, das ist aus ihrer Sicht nicht der richtige Vorschlag. Und unter den Menschen hier findet man insbesondere auch FDP-Anhängerinnen und Anhänger, wohingegen man quasi beim ersten Balken der Befürworter dann eher die anderen beiden Parteien der Ampelpartei findet. Also eine ganz deutliche Mehrheit ist nicht damit einverstanden. Janina, und ihr habt euch auch ein bisschen mit den Gründen beschäftigt, beziehungsweise wahrscheinlich mit dem Hauptgrund. Das sind die enormen Kosten, die jetzt auf viele, viele Menschen zukommen. Wie groß ist die Sorge bei den Deutschen, dass das den Kostenrahmen sprengen wird? Ja, tatsächlich, die Klimawende, das ist ja die Megatransformation unserer Gesellschaft. Und wir sehen das in ganz, ganz vielen Erhebungen, dass die Menschen vor allem steigende Kosten mit dem Thema verbinden. Und deshalb haben wir hier auch nochmal gefragt, sorgen Sie sich vor steigenden Preisen aufgrund der Wärmewende, zum Beispiel Wechsel zur klimafreundlichen Heizung? Und ja, 3 von 4 sagen ja, das macht ihnen wirklich Sorge. Das hat natürlich auch viel mit der Inflation aktuell zu tun. 5% sind hier unentschieden. Gerade mal jeder Fünfte sagt nein. Es hängt natürlich auch damit zusammen, ob man besser gestellt ist oder sich auch gerade wirklich vermehrt durch die steigenden Preise insgesamt wirklich auch Sorgen um den eigenen Geldbeutel machen muss. Jetzt sind da einige Maßnahmen, einige neue Gesetze geplant zum Klimaschutz. Was sagt denn die Bevölkerung? Fühlt man sich hier mehrheitlich überfordert von diesen Schritten, von diesen Maßnahmen? Ja, einige Maßnahmen, du sagst, es sind halt wirklich viele Maßnahmen, es sind viele Einzelmaßnahmen und es ist gar nicht so leicht für die Politik, da das große Bild zu zeichnen und leicht verständlich zu machen. Und wir sehen das hier in den Zahlen. Fühlen Sie sich von der Politik durch Gesetze und Maßnahmen zum Klimaschutz überfordert? Da sagen fast 7 von 10, 69%, ja, ich fühle mich überfordert. 4% sind unentschieden, 27% sagen nein. Wer sich besonders überfordert fühlt, das sind eher Menschen aus dem ländlichen Raum, die vielleicht gefühlt noch weiter weg sind aus Berlin, oder Menschen aus den neuen Bundesländern. Aber auf jeden Fall, egal wer hinter den 70% steht, das ist natürlich eine Aufgabe für die Politik. Die FDP hat heute Vormittag ihren Parteitag begonnen und die FDP muss sich ja auch so ein bisschen neu finden in der Ampelkoalition. Was sagen die Deutschen dazu? Sollte die Partei jetzt diesen Bundesparteitag nutzen, um ihre Rolle in der Ampel neu auszurichten? Ja, auch hier finden wir tatsächlich ein sehr eindeutiges Bild. Wir haben die Menschen gefragt, diese Ampelkoalition, die ist ja nicht ganz leicht für die FDP. Sie wird nicht unbedingt mit steigenden Umfragewerten belohnt. Und wir sehen hier wirklich 70% sagen ja, sie sprechen sich für eine Neuausrichtung aus. 18% sind hier unentschieden, also knapp jeder Fünfte. 12% sagen nein. Ganz spannend ist auch, 3 von 4 FDP-Anhängerinnen und Anhängern wünscht sich hier eher eine Neuausrichtung. Janina Mütze, danke schön für die Zahlen, die du uns auch in dieser Woche mitgebracht hast. Also ich glaube, wir können festhalten, es bleibt viel Wirbel, viel Trubel in dieser Ampelkoalition und in ihrer Politik. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt.